Schon vor dem Urteil aus Karlsruhe stand der Haushalt 2024 unter strikten Sparvorgaben. Fast jedes Ministerium hatte deutlich streichen müssen. Und Gesundheitsminister Lauterbach wollte die Pflegevorsorge schlachten, die Zukunftsreserve für die Zeit, wenn die Babyboomer alt und pflegebedürftig werden. Jetzt, nachdem die Verfassungsrichter den finanziellen Boden unter den Füßen der Ampel insgesamt weggezogen haben, wächst die Sorge bei den Betroffenen noch zusätzlich. Nadine Bader hat erneut ein Ehepaar besucht, das seit Jahren irgendwie versucht klarzukommen, dass trotz immer neuer Abstriche bei den Leistungen immer höhere Pflegekosten schultern muss. Jochen Springborn pflegt seine Frau, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, seit 20 Jahren, mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Sie möchte nicht von vorne gezeigt werden. Wir besuchen die beiden zum ersten Mal vor 6 Monaten. Der Bundestag hat da gerade eine kleine Pflegereform beschlossen. Doch die hilft den beiden kaum. Die Kosten, die sie selbst tragen müssen, steigen trotzdem. Das kommt mir vor wie Hohn oder ein Witz oder auch wie eine Ohrfeige. Eigentlich hatte sich die Ampel vorgenommen, die Pflegeversicherung auf sicherere Füße zu stellen, etwa durch mehr Steuermittel. Noch im Mai verspricht Karl Lauterbach: In einem Jahr werden wir die Basis der Finanzierung der Pflegeversicherung verbreitern. Darauf haben wir uns in der Ampelregierung geeinigt. Der Bundesfinanzminister hat da wohl nicht zugehört. Er macht genau das Gegenteil, kürzt schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts den Bundeszuschuss zur Pflege. Lauterbach muss knapsen, setzt daraufhin die Einzahlung in den Pflegevorsorgefonds aus. Gernot Kiefer vom GKV-Spitzenverband befürchtet, dass die aktuellen Finanznöte der Ampel nichts Gutes erwarten ließen. Na, die Perspektive ist relativ eindeutig und sie ist nicht rosig. Die Haushaltsprobleme, die die Bundesregierung hat, werden wahrscheinlich dazu führen, dass die Absicht, dann auch mehr Zuschüsse in die Pflegeversicherung zu zahlen, dass diese Absicht wahrscheinlich auf dem Papier steht, aber nicht in die Realität umgesetzt werden. Doch schon jetzt fehlt es an allen Ecken und Enden. Ambulante Pflegedienste wie die der Diakonie stehen unter Druck. Unsere Personalkosten, die wir für die Mitarbeiter aufwenden müssen, sind höher als das, was wir von den Krankenkassen refinanziert bekommen. Also das führt halt zu einem absehbaren Minus. Jansu Adjar arbeitet seit 5 Jahren als Teamleiterin bei der Diakoniestation in Berlin-Schöneberg. Die Finanzsorgen bekommen auch die Pflegekräfte zu spüren, sagt sie. Die Folge? Dass na klar auch ein bisschen Druck ausgeübt wird, dass wir halt zügiger arbeiten müssen, damit wir auch mehrere Patienten halt versorgen können. Für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen heißt es, die höheren Kosten der Pflegedienste landen großteils bei ihnen, denn die Zahlungen der Pflegekassen sind begrenzt. Als wir Jochen Springborn diese Woche wieder treffen, hatte er bereits eine neue Rechnung im Briefkasten. Durch die Preissteigerung haben wir jetzt 2.850 Euro ab diesem Monat Eigenanteil, obwohl wir den Leistungsumfang deutlich reduziert haben. Das heißt, der ambulante Pflegedienst hilft nur noch bei der Grundpflege, etwa beim Waschen. Wenn Jochen Springborn ins Büro muss, unterstützt nun eine Freundin beim Essen eingeben. Alles ist auf Kante organisiert. Eine schwierige Situation. Dem Bundesgesundheitsminister kann er davon Anfang November in einem persönlichen Gespräch zusammen mit der Tochter berichten. Sind Sie mit Hoffnungen aus dem Gespräch rausgegangen? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Eindruck, dass er das Problem der Kosten wirklich verstanden hat. Aber dass sich in dieser Legislaturperiode noch etwas ändert, glaube ich nicht. Warum? Weil der Zustand der Regierung und die momentane Situation das nicht erwarten lassen, dass sich dort noch etwas tut.